So, jetzt dürfen wir uns noch eine Runde in Berlin gesellen. Ja, Berlin, Berlin. Obwohl ich woanders herkomme. Berlin 2, 15 Uhr, sonnig. Schnell wir da sind. So, dann nehmen wir wieder einen Weißen in Berlin. Und dann, ja, noch die eine Strecke und dann sind wir schon durch. Brauche ich wieder länger als beim originalen Let's Play. Ich verstehe das gar nicht. Vielleicht rede ich zu lange. Alter, wie oft haben wir uns das handeln müssen? Wildschwein, genau. Aha, okay. Ungewöhnliche Besucher wieder zurückgebracht in den Berliner Forst. Schwein gehabt. Berliner Forst vor allen Dingen. Ich dachte im Berliner Zoo. Vielleicht gibt es da auch Wildschweine. Aber bloß nicht in Frankreich abliefern. Da gibt es ja zwei Leute, die würden sowas ja dauernd essen. Weiß man ja. Oder die Idee kommt ursprünglich aus Frankreich. Ach nee, standardmäßig spielt das ja in Italien. Also zwei Italiener. Die würden das dann ja gerne essen. Ist ja auch so doof hier zu fahren. Heute Morgen unauffällige schwarze Kästchen, die Schnappschüsse zu überhöhten Preisen schießen. Schwarze Kästen, okay. Schnappschüsse zu überhöhten Preisen, ja. Ist doch was Feines. Wenn das dann noch nachträglich mit Photoshop übermäßig überarbeitet wird, muss ich das ja irgendwie rentieren. Eine tolle Geschäftsidee. So. Ja, Berlin kann man ja auch langsam nicht mehr sehen. Die Schilder sehen alle gleich aus, die Autos sehen alle gleich aus, die Polizei sieht ein bisschen anders aus, hat aber die gleiche Sirene. So richtig viel Mühe haben die sich ja gar nicht gegeben. Alles irgendwie ein bisschen landestechnisch angepasst, so sprachlich ein bisschen, wo sonst. Naja. Ja, zumindest gibt es hier ein minder qualitatives Radioprogramm. Vielleicht ist das ja auch irgendwie so eine heimliche Parodie, dass das Radioprogramm in Deutschland so scheiße ist und das in Frankreich und London wesentlich besser. Ich meine, in London rufen ja wenigstens welche an. Achtung, Horoskopalarm. Für alle Widder unter euch, bleibt lieber zu Hause, denn die Sterne prophezeien nichts Gutes für heute. In der Liebe geht's bergab und die Finanzen stehen auch nicht zum Besten. Ja. Deshalb bringt euch um. Ja, wir haben jetzt die vorletzte Strecke fertig und jetzt kommen wir zu Las Vegas, Baby. Wir fahren jetzt durch Las Vegas mit 100 totalen Punkten. 5,1 Kilometer, überwiegend klares Wetter statt Wüste. Wüste kleingeschrieben natürlich. Wir haben wieder Streckenverhältnisse Tarmac. Und ja, wir haben schon über 100.000 Euro. Wir fahren natürlich in Schwarz durch Las Vegas, Baby. Yeah. Yeah, Alter. Hip-Hop. Rap. Mr. Capo, da, yeah, fahr nicht des Wegs. Move it, baby, yeah. Wir fahren mit dem krassen Cabrio durch Las Vegas und sammeln Euros und nicht Dollars ein. Das ist ungefähr die Musik, die ich bei GTA erwarten würde. Wir brauchen hier nicht mal Casino zu spielen, schon kriegen wir Euros. Yeah! Also echt, das ist immer noch die beste Stadt im Spiel. Und da passen wenigstens die Sirenentöne. Ja stimmt, da gibt es ja noch so ein Spiel von Davilex,
wo es auch diese Strecke gibt. Ich glaube auch mit den exakt gleichen Radiosender. Aber ja, das Spiel habe ich zwar auf CD, aber die CD kann nicht gelesen werden. Oh ja. Das passt doch super dazu. Hier fühlt sich so an, wie als wäre ich in GTA San Andreas. Ohne Mist. Sieht grafisch fast genauso aus. Ja, wie als wären wir jetzt in Las Venturas. Aber wir durften ja den Namen verwenden. Komischerweise. Yeah. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Rennen in Las Vegas. Entspannt euch bei einer wunderschönen, klaren Nacht. Fahren mit viel Geld durch Las Vegas. Mit amerikanischen Fahrzeugen, die auch wirklich in Amerika sind. Geil, oder? Sieht wirklich aus wie GTA hier. Wir haben Landstraßen. Feel it, yeah. Flughafen. Rennen beendet. Und ich denke mal, ja, wir haben hier eine Bestzeit geschlagen. Und ja, Sieger, wir haben gewonnen. Gratuliere. Du hast gezeigt, wer der wahre König der Autobahn ist. Du bist der Gewinner. Ein großzügiger Scheck und dieser coole Wagen gehören jetzt dir. Ein großzügiger Scheck vor allen Dingen. Großzügigen Scheck möchte man noch gerne haben. So, das erste, was ich mal mache. Ich mache die Musik wunderschön, dezent. Ach, Moment, wurde das gar nicht übernommen, scheiße. Ich muss ja Eingabetaste drücken, um zu akzeptieren. So. Die Musik ist jetzt richtig schön dezent, denn ich möchte euch jetzt mal die anderen Fahrzeuge zeigen, beziehungsweise wir wollen mal mit unseren Bonuswagen fahren. Ach, die haben ja auch noch andere. Wir haben jetzt nämlich alle Bonuswagen von den anderen freigeschalten. Aber wir wollen uns die alle mal ansehen. Erstmal von unseren Eierhahn. So, dann fahren wir mal durch München. Mit vollem Tuning natürlich. Ach nee, wir wollten ja... Ja, Polizei, Schaden, mach mal aus. Wir fahren mal mit einfach. Ach, wir können nur mit erhöhtem Tuning fahren. Und wir fahren mal mit einfach. Mal gucken, wie sich das anfühlt. So, die Musik ist extrem dezent. Die hört man gar nicht so richtig. Und unser Wagen ist echt klein. Und der eine fährt ja auch wieder mit. Den haben wir vorher auch gar nicht gesehen. Boah. Klein und flott ist der. Geil. Also wir fahren dann jeweils nur eine Runde, dann beende ich wieder das Rennen und dann gucken wir uns die anderen Fahrzeuge an. Okay, yeah. Aber die anderen sehen wir uns nur an mit Null-Tuning. Die sich denn so fahren. Boah, Alter. Der ist richtig flott. Wie schnell ist er denn? Na, 275 Spitze, also fährt sich so wie die anderen, nur sieht halt ein bisschen anders aus. Also wir haben sozusagen nicht nur den Bonuswagen von unseren Kollegen freigeschalten, sondern auch die Bonuswagen aller anderen Mitstreiter. Das ist doch fair. Fairer geht's doch nicht. Wie gesagt, das Spiel hat man nur innerhalb von einer Stunde 15 Minuten durch. Das soll was heißen. Also, wenn man nicht die ganze Zeit da zwischenquatschen würde, ne? So, Geld wollen wir ja auch nicht einzahlen. Aufsammeln. AA stand da oben übrigens gerade. Das hört sich ja auch schon langweilig an, ohne Musik. So. Haben wir uns das mal angesehen? So, wieder Einzelrennen. Dann gucken wir uns mal den Bonuswagen von Julia an. Der Schauspielerin. Yippie! Wir gucken uns meinen Wagen an. Aber diesmal in Berlin. Ja. So. Fangen wir auch mal wieder an. Ein Cabriolet. Und das Kennzeichen sieht voll scheiße aus.
voll verpixelt, vor allen Dingen. Schafft auch nur 275 Spitze. Und die Lenkung ist voll träge. So fühlt sich das also an. Weg mit dir, weg mit dir. Oder gucken wir uns die noch kürzer an. So, gucken wir uns jetzt mal den... Was soll das sein? Das sieht extrem hässlich aus. Yeah, ist hässlich! Gucken wir uns in Las Vegas an. Ach, da hätte ich ja nochmal den Radiosender gehört. Ja, der sticht farblich total raus, hat einen bösen Blick vorne. Aber trotzdem, die Karre ist hässlich. Hey, der Manfred fährt wieder mit. Was passiert denn eigentlich, wenn wir hier mal rückwärts fahren? Können wir auch mal probieren. Selbst der Flughafen hat Geräusche. Da ist ein Bus. Ah, so sieht die Runde rückwärts aus. Mal gucken, ob wir unseren Kontrahenten begegnen. So, jump. Ja, das war ein Jump. Sagt uns immer noch die ganze Zeit, dass wir zurückfahren sollen. Tun wir aber nicht. Kommen die uns auch irgendwann mal entgegen oder sehen wir die nur von vorne? Da sind sie. Wow. Oh, nur zwei von denen. Mehr kam gar nicht. So, dann... der sieht schon ein bisschen besser aus. So ein bisschen wie ein Opel Speedster, glaube ich. Gucken wir uns den in Paris an. Wie schön ich dann erstmal die Dateigröße in die Höhe haue. In die Hauhöhe. Ja, doch, sieht so ein bisschen aus wie ein Speedster. Auch wieder riesen Kennzeichen, was die alle so für komische Kennzeichen haben. Zahlen in der Mitte. Sieht komisch aus. Dürfen die eigentlich so gar nicht haben. Und dann noch ein so hässlicher Schrift. Das hat eine etwas schnellere Beschleunigung. Fühlt sich so an, zumindest. Bessere Straßenlage hört sich auch anders an. Aber trotzdem, es hört sich voll dünn an. Voll dünn. Dann gucken wir uns den vom Bankier Klaus an. Auch mal wieder in Paris. Na, da geht er eigentlich. Sieht aus wie ein Sportwagen. Ja, ein Supersportwagen. MAN 60P. 60P ist ja voll minder qualitativ. Wisst ihr, wie sich dieses Geräusch anhört? Dieses Motorgeräusch? Hört sich genauso an wie der Kit aus Knight Rider. Genau so hört er sich nämlich auch an. Wenn ihr jetzt übrigens nach dem Spiel fragt, ich habe es nicht. Guckt euch das jetzt bei von meinen lieben Kollegen Dosenbierdose an. Der hat's gespielt. Doch, exakt so hört sich das Auto an. Was für ein reiner Zufall. So, dann haben wir noch... Naja. Eine etwas hässlichere Variante des 300 SL. Hat der Manfred da ergattert? Naja, mal gucken, wie der sich so fährt. Und das könnte auch ein Jaguar sein. Von vorne sieht er ein bisschen aus wie ein Jaguar. Man möchte auch schön dezent fahren, aber die verhindert das ja natürlich. Hört sich auch entsprechend an der Wagen. Ja, fährt sich auch nicht schlecht. Naja, so. Huch. Und seht ihr, da haben wir schon super tolle Grafikfehler. Also die Blöcke sind überall
platziert. Der Highscore, der hat auch ein paar Grafikfehler, also irgendwie, ja. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, mit diesem tollen Abschluss würde ich euch dann mal sagen, das war's mit dem Let's Replay von Outrun-Raser, dem wohl letzten Let's Replay eines Outrun-Raser-Teils. Und mal gucken, ob es dann überhaupt noch weitere Let's Replay-Teile geben wird. So Neuaufgüsse mit höherer Grafik, ist ja schon was Cooles. Und dann würde ich einfach mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich denke mal, die Aufrufzahlen werden dann bestimmt wieder in die Höhe schießen, weil ich wieder einen Outrun-Raser gespielt habe. Ihr steht drauf, ihr alten Knacker. Also ihr seid bestimmt alte Knacker oder bestimmt irgendwelche Fans, keine Ahnung. Da musste ich spontan husten. Und dann würde ich einfach mal sagen, ja, bis zum nächsten Let's Play. Euer Kepo, hoffe euch hat wieder dieses tolle Let's Play von einem nicht so tollen Spiel Spaß gemacht. Und ja, sage ich einfach mal, tschüssi, euer Kepo.